Dirk Bockel, zweiter Start in Bayern oder in Deutschland kann man sagen, letztes Jahr in Regensburg, heute in Rot, der zweite Sieg, das ist das perfekte Pflaster hier, oder? Das ist es und das kleine Geheimnis ist sogar, dass wir uns gerade ein bisschen umgucken, wo wir in Zukunft mal wohnen könnten. Also wir waren auch, letztes Jahr haben wir auch ein Trainingslager gemacht bei Chiemsee in der Gegend und das interessiert uns natürlich sehr und wenn jetzt natürlich der Erfolg dazu noch stimmt, dann ja, schauen wir mal. Du hast ja heute 7 Stunden alleine Sightseeing da vorne gemacht, kann man sagen. Wie kann man sich da ganze Zeit pushen, dass man immer praktisch Höchstleistung bringt? Hinten waren sie in der Gruppe. Ja, es war verdammt schwer. Also ich muss ehrlich sagen, als ich zu Anfang losgefahren bin, dann war ich noch gute Dinge und habe gesagt, ja, das schaffe ich schon. Aber dann so nach 80 Kilometer war keiner da, nach 120 war keiner da. Und dann bei Kilometer 140 habe ich dann erfahren mit dem Plattfuß vom Timo. Und das hat mich irgendwie wahrscheinlich nochmal ein bisschen motiviert und da habe ich das noch durchgezogen. Und es ist natürlich wirklich schwer, also ganz allein einen Ironman von vorne zu machen. Und zum Glück im Schwimmen konnte ich mir ein bisschen Energie noch sparen. Aber es war wahnsinnig hart. Und dann beim Laufen habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt 11 Minuten habe, bei 11 Minuten holt mich keiner mehr. Aber dass ich dann so eine riesen Vorstellung gegeben habe im Laufen, also eine Bestzeit im Laufen und auch noch die tagesschnellste Laufzeit, also ich glaube, ich kann jetzt auch richtig gut laufen. So. Irgendwo bei Kilometer 12 oder so hat mir einer von unseren Spottern ja gesagt, dass du einmal irgendeinem gesagt hättest, du, jetzt bin ich fertig so ungefähr. War schon hart trotzdem draußen, oder? Ja, es war Wahnsinn. Also ich habe auch richtig schwere Beine gekriegt. Also nach 25 Kilometer habe ich dann gemerkt, dass es wirklich schwer wird. Und dann bei Kilometer 35, da wurde es dann richtig schwer. Und dann, wie gesagt, hat mir Coach ja noch zugeschrien, komm, du packst es unter 57. Wie gesagt, oh, packe, jetzt habe ich so viel Vorsprung, jetzt könnte ich doch eigentlich ein bisschen locker machen. Aber dann habe ich schon nochmal zügig weitergemacht und ja, jetzt bin ich auch doppelt fertig. Du warst, hast ja im Vorfeld viel erzählt, dass du hier immer die großen Rennen in den 90er Jahren auch mitverfolgt hattest. Da gab es ja auch, dass von hinten plötzlich einer noch mit ganz schnellen Beinen kam und den Jürgen Zecker holt. Kriegt man da nicht, geht einem doch sowas durch den Kopf, wenn man da draußen auf der Rennstrecke ist? Gut, ich wusste, ich habe nicht allzu viele Informationen gekriegt, muss ich ehrlich sagen, als ich auf dem Rad war. Und beim Laufen habe ich das dem Coach auch dann direkt nach 3 Kilometern gesagt, ich habe keine Ahnung. Und er hat gesagt, mach dein Ding, ich habe alles unter Kontrolle. Und dann habe ich also wirklich seine Frau, dann meine Frau, die standen alle im Kilometerabstand irgendwo und ich habe dann also super Informationen gekriegt. So viel habe ich ja nicht verloren, ganz im Gegenteil, ich habe sogar noch Zeit gut gemacht und das ist für mich, also für mein Selbstbewusstsein unglaublich gut, weil ich bin ja nicht bekannt als der Überläufer, aber wenn ich jetzt so gut da drauflaufen kann, vor allem man muss auch dran denken, ich bin ganz alleine gefahren, 4:15 ist ja keine schlechte Zeit, ne? Das war 42,4er Schnitt, also das ist schon ganz schön zügig und gut, also dieses Jahr ist echt super, wir haben auch im Laufen das umgestellt und es scheint mir gut zu bekommen, jetzt hoffe ich mal, dass der Coach mich ein bisschen mehr Kilometer laufen lässt, weil er ist so ein Vertreter von bisschen weniger Kilometer ist mehr. Und jetzt haben wir dieses Jahr, ich habe ihn aber gebittet und gebettelt, dass wir ein bisschen mehr machen, weil Laufen war immer mein Handicap. Und gut, jetzt haben wir die WM gehabt vor 6 Wochen und da konnte ich die Bronzemedaille holen. Das war auch ein Duathlon. Das hat mich auch schon beflügelt und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg noch. Wann hast du dann wirklich gewusst, jetzt holt mich keiner mehr oder ich kann auch nicht mehr einbrechen? Gut, also nicht mehr einbrechen, das ist immer so eine Sache beim Ironman. Also du kannst dir nicht sicher sein und weil ich halt gedrückt habe bis zum Ende hin, ne, da kann schon noch was passieren. Aber als ich den kleinen Schlenker durch die Stadt gelaufen bin und dann zurückkam, da habe ich noch meinen Zuschauer gefragt, kam der zweite schon durch? Weil dann wäre er relativ nahe gewesen. Da habe ich gesagt, keiner. Und da habe ich auch keinen mehr da gesehen. Also es war echt bombig. Ich bin unglaublich happy jetzt. Ja. Dementsprechend toll waren dann wahrscheinlich auch die letzten Meter hier, oder? Also die waren emotional, ich bin ja sonst immer, probiere ich der harte Hund offiziell zu sein, kommt die Sonnenbrille drauf und dann bin ich immer ruhig oder so und ich spuck keine großen Töne und als ich da in dem Stadion war, da habe ich schon ein bisschen schlucken müssen, also so viele Leute und jeder jubelt mir zu und das, ich habe ja auch so eine kleine Rechnung mit Deutschland offen natürlich, ne? Ich bin ja damals gegangen, habe mich für Luxemburg entschieden und dann war für mich natürlich wichtig, wenn ich zurückkomme, dann muss ich wirklich ein super Rennen machen, weil dass die Leute wissen, hoppla, hätten wir den mal behalten, ne? Und das ist für mich eine absolute Genugtuung. Nicht, dass ich jemand was beweisen muss. Es war für mich halt immer, ja gut, man hat mich früher der Fahnenflüchtige hier und da, aber das ist ja nicht negativ. Ne? Es war für mich einfach nur schön, dass ich hier zeigen könnte, hey, der Dirk ist noch da, kennt er mich noch. Und ich glaube, nach dem heutigen Rennen darfst du in Zukunft auch hier größere Töne spucken. Dirk, danke für das tolle Rennen heute und viel Erfolg in nächster Zeit auch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auf Hawaii. Ich bedanke mich und in Hawaii muss ich natürlich nochmal richtig Gas geben. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Urlaub und dann schauen wir mal, was in Hawaii passiert. Ich habe Großes vor. Danke.